Die Energiepreise und die Lebensmittelpreise sind jetzt wieder stark gefallen inzwischen. Aber die Inflation steigt trotzdem und für die Verbraucher wird trotzdem immer noch alles teurer. Was steigt da jetzt noch und wer profitiert davon? Und kleiner Spoiler, es sind nicht die Löhne und nicht die Arbeitnehmer. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Neulich war ich Getränke kaufen. Einen Kasten Wasser, einen Kasten Bier, ein paar Säfte und dann noch eine Käsesemmel oder sowas. Und ich fahre das Ganze alles zur Kasse und da steht dann so eine junge, unbekümmerte Dame und die scannt das dann alles ein und sagt dann, ohne mit der gelifteten Wimper zu zucken, das macht dann bitte 147 Euro. Und ich starr sie fassungslos an, und das ist kein Witz, das ist genauso passiert. Aber anstatt dass sie das nutzt, um nochmal in sich zu gehen und um drüber nachzudenken, was sie da gerade gesagt hat, da schaut sie mich nur belehrend an und meint, tja, es wird alles teurer. Hört, hört. Und sie hat sich natürlich komplett verrechnet mit dem Ganzen. Aber nehmen wir mal an, sie hätte sich jetzt nicht um über 100 Euro verrechnet, sondern vielleicht nur um 10 Euro. Ich hätte es möglicherweise sogar bezahlt und vielleicht auch noch nicht mal gemerkt. Weil man resigniert dann ja auch ein bisschen inzwischen und weil man ja weiß, alles wird teurer. Und es gibt mittlerweile neue Inflationsdaten auch. In Deutschland ist die Inflation zurückgegangen im März auf 7,4% und in den USA auf 5,0%. Das heißt, den Höhepunkt der Inflation haben wir wahrscheinlich hinter uns. Aber man kann es nicht genug betonen, immer wieder, dass die Inflation fällt. Das heißt nicht, dass die Preise fallen. Ein Rückgang der Inflation auf 7,4%, das heißt nur, dass die Preise von dem sehr hohen Niveau vor einem Jahr schon, dass die davon jetzt nochmal um 7,4% gestiegen sind. Und im März letztes Jahr war ja auch schon Ukraine-Krieg. Das heißt, der Vergleichswert von damals war auch schon hoch. Und trotzdem sind ja alle komplett aus dem Häuschen wegen der großen Erfolge in der Inflationsbekämpfung. Und überhaupt, was heißt, alles wird teurer? Schauen wir uns die großen Preistreiber an vom letzten Jahr. Brennöl zum Beispiel. Exakt ein Jahr hier. Die Rohstoffcharts, die sind jetzt alle von der Seite von Trading Economics. Brennöl ist im Jahresvergleich schon wieder 23% billiger. Erdgas, der Klassiker, das sind die Preise in den USA, auf ein Jahr um 73% gefallen. Und der europäische Spotpreis hier, der ist zwischendrin zwar nochmal stark hoch, aber im Jahresvergleich jetzt auch schon wieder minus 57%. Weizen, wir erinnern uns, vor einem Jahr drohende Lebensmittelkrise, inzwischen aber minus 40%. Außerdem Baumwolle minus 43%, Palmöl minus 43%, Bauholz minus 55% und hier auch noch das berühmte knappe Sonnenblumenöl minus 51%. Das sind alles keine Endkundenpreise, das ist völlig klar, aber gleichzeitig hat sich ja auch bei den Lieferketten die Lage deutlich entspannt inzwischen, sodass wir jetzt insgesamt stark gefallene Inputpreise haben auf breiter Front. Unsere Gebete sind also erhört worden, alles wird gut. Aber natürlich ist nichts gut. Trotz stark gefallener Inputkosten haben wir stark steigende Preise nach wie vor. Nur, dass sich die Inflation natürlich verlagert hat in andere Bereiche. Und wo die Notenbanken jetzt ganz genau hinschauen, das ist der Arbeitsmarkt, der ja immer noch sehr robust ist überall, und die steigenden Lohnkosten. Und apropos Notenbanken, ich erinnere hier nochmal jetzt an unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report, wo es um die Geldpolitik der großen Schwellenländer geht. Und auch wenn das viele überrascht, aber die sind eben im Moment zum Teil deutlich konsequenter, als das die Notenbanken hier bei uns ist. Wenn wir uns zum Beispiel Brasilien anschauen mit einem Leitzins von 13,75% oder Mexiko auch inzwischen 11,25%. Was könnte das heißen für die Wirtschaft in diesen Ländern und für die Währungen in diesen Ländern?
Und es ist natürlich überall anders und wir schauen uns da jetzt dann eben in diesem Report konkret an, die Inflation und die Geldpolitik in China, in Indien, in Indonesien, in Brasilien und in Mexiko. Die Reports von uns sind kostenlos, dieser geht morgen raus, also denken Sie dran, dass Sie sich dafür noch eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag, die Geldpolitik in den Emerging Markets. Gut, zurück zu den Lohnsteigerungen. Da ist man natürlich zu Recht beunruhigt. Es gibt von der Seite Inflationsdruck jetzt, Zweitrundeneffekte, Lohnpreisspirale, viel zitiert. Das kann uns die Inflationsziele jetzt schon versauen. Aber ich habe es im letzten Video schon erwähnt, angeteasert sozusagen. Ein Papier von Albert Edwards von der Société Générale, in dem er sagt, die Notenbanken sollten sich gar nicht so auf den Arbeitsmarkt fixieren. Der Hauptinflationstreiber 2022, das waren die Firmengewinne. Und damit hat jemand mal was ausgesprochen, was wir eigentlich ja schon seit einiger Zeit wissen. Spätestens seit dem vierten Quartal, wo sich dann ja herausgestellt hat oder abgezeichnet hat, dass die Gewinne der börsennotierten Unternehmen stark gestiegen sind, mitten in der Krise. Und ich habe damals ein Video gemacht zu den neuen Rekordgewinnen im DAX im dritten Quartal. Im Gesamtjahr hat es dann ja doch nicht ganz zu Rekordgewinnen gereicht, weil die Gewinne waren leicht unter dem Vorjahresniveau dann im DAX. Aber auch nur darum, weil Juniper untergegangen ist. Und anderswo war es genauso, ein globaler Trend. Viele Unternehmen haben unter der Inflation gelitten, völlig klar. Aber noch viel mehr Unternehmen haben stark davon profitiert. Ihre Kosten sind zwar auch gestiegen, aber sie haben das an die Kunden weitergereicht und sie haben die Inflation auch als Vorwand genommen, um zusätzlich ordentlich noch was obendrauf zu schlagen. Was dann umso profitabler war, als dann die Inputkosten dann natürlich in der zweiten Jahreshälfte wieder gefallen sind. Albert Edwards nennt das Ganze darum die Greedflation, also sozusagen eine Gierflation. Das hat nicht nur die Preise hochgetrieben, sondern es hat dafür gesorgt, dass zum Beispiel in den USA der Anteil der Unternehmensgewinne am Bruttoinlandsprodukt mitten in der Krise und mitten in der Inflation auf das höchste Niveau gestiegen ist seit 1950. Da haben wir das Ganze. Was Besseres als die Krise, das hätte den Unternehmen also wahrscheinlich gar nicht passieren können. Und die Arbeitnehmer, die man ja als Inflationstreiber sieht im Moment, die waren letztes Jahr eigentlich die Gelackmeierten, weil die Inflation ist letztes Jahr in den USA um 6% gestiegen, die Löhne aber nur um 4,6%. Damit ist auch der Anteil der Lohnstückkosten an den Erzeugerpreisen schlagartig wieder zurückgegangen sogar. Das sehen Sie hier. Interessant ist auch, wie nach dem Eintritt da 2001 von China in die Welthandelsorganisation, wie da der Lohnkostenanteil erstmal jahrelang stark geschrumpft ist durch die neue Konkurrenz. Dann hat er sich ab 2015 wieder erholt und jetzt knickt er aber eben wieder deutlich ein. Und es ist nicht nur in den USA so. Die EZB hat Ende März einen Beitrag veröffentlicht, How Tit for Tat Inflation Can Make Everyone Poorer. Ich stelle Ihnen den Link hier jetzt auch noch mit dazu. Da wird zum Beispiel festgestellt, dass in der Eurozone im vierten Quartal die Lohnstückkosten zum Vorjahr um 4,7% gestiegen sind, aber die anteiligen Gewinne um 9,4%. Und damit waren die Unternehmensgewinne verantwortlich für mehr als die Hälfte von der Gesamtinflation. Und hier haben wir das aufgegliedert nach Sektoren. Links vom vierten Quartal 2019 bis zum ersten Quartal 2022, also mehr oder weniger die Corona-Krise. Und rechts erstes bis viertes Quartal 2022, also die Ukraine-Krise. In der Corona-Krise haben wir starke Gewinnzuwächse gehabt, vor allem im Energiesektor und im Agrarsektor. Aber es hat andere Bereiche gegeben, wo die Lohnkosten stärker gestiegen sind, sodass insgesamt die Lohnkosten da etwas stärker gestiegen sind als die Gewinne.
Aber letztes Jahr überall bei den Gewinnen ein viel stärkerer Anstieg als bei den Lohnkosten. Und was da wieder besonders auffällt, ist der Agrarsektor. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Landwirte jetzt besonders viel verdient haben. Es gibt da ja auch noch andere Teilnehmer in der Wertschöpfungskette. Und hier haben wir nochmal die Anteile am Gesamtpreisanstieg. Arbeit blau, Gewinne gelb und Steuern orange. Ganz links zum Vergleich auch nochmal ein längerer Zeitraum von 1999 bis 2019. In der Mitte des Jahres 2022 der Anteil der Gewinne ist stark gestiegen. Und ganz rechts die Abweichung eben zum langfristigen Durchschnitt auch. Sowohl der Anteil der Lohnkosten als auch der Steuern ist 2022 runtergegangen. Dafür aber der Anteil der Gewinne deutlich rauf. Und es ist natürlich interessant, dass das Ganze gar nicht so sehr thematisiert wird, weil das riecht natürlich irgendwie nach Verteilungskampf und nach Klassenkampf ja fast schon. Und wenn wir jetzt eine ultralinke Regierung hätten, dann würde die in so einer Lage wahrscheinlich auch so Sachen einführen wie jetzt Übergewinnsteuern oder sowas. Weil, ach so, Sie sagen, das haben wir ja schon, ja. Da sehen Sie es, da sehen Sie, wo wir, können Sie sehen, wo wir stehen. Aber wie auch immer, man kann davon ja halten, was man will. Und als Anleger freut man sich ja auch über die hohen Firmengewinne. Aber wir haben jedenfalls auch durch die Medien natürlich das Gefühl gehabt die ganze Zeit, wir sind in einer unausweichlichen Inflationsspirale und für die Unternehmen war das am Ende dann aber eine Chance. Sie haben mehr oder weniger beliebige Preise aufgerufen und die resignierten Verbraucher, solange die das noch konnten, die haben die dann eben auch bezahlt. Das macht dann bitte 147 Euro. Das ist es aber natürlich auch nicht der Urgrund der Inflation. Und es ist ja sowieso sehr interessant, wie stark wir ja unter der Inflation leiden und wie viel wir auch drüber sprechen, aber wie umstritten trotzdem nach wie vor ist, wo Inflation herkommt. Ich verweise da zum Beispiel mal auf eine Debatte bei Markus Lanz vor einiger Zeit zwischen Frank Thelen und der Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann. Und auch von Frank Thelen kann man halten, was man will. Vor ein paar Jahren, da war er noch die Lichtgestalt des digitalen Zeitalters und alle sind ihm hinterhergelaufen. Und jetzt ist er natürlich der Erzschurke, weil der Markt gedreht hat. Aber wie auch immer, jedenfalls Frank Thelen sagt bei Markus Lanz sinngemäß, wenn die Zentralbanken mehr Geld drucken, dann geht die Inflation hoch. Darauf sagt Ulrike Herrmann dann tatsächlich, nö, das ist die falsche Wirtschaftstheorie, das ist Milton Friedman, das ist schon widerlegt. Ist hochinteressant, oder? Und dann haut sie tatsächlich auch noch hinterher, wenn man noch nicht mal weiß, wo die Inflation herkommt, dann ist das echt peinlich. Und so kann man, glaube ich, wirklich nur argumentieren, wenn man bei der Taz ist. Und dann gab es hier ja sogar auch noch Kanäle, die dann noch gejubelt haben, dass Frank Thelen ja angeblich von Ulrike Herrmann zerstört worden sei. Zum Beispiel Geld für die Welt von Maurice Höfgen, einem notorischen Anhänger der Modern Monetary Theory, der einem dann noch erklärt, Monetarismus ist Finanzpolitik aus der Mottenkiste. Und die einzigen, die das noch vertreten würden, das seien die Vertreter der österreichischen Schule. So einfach ist das. Und ja, die österreichische Schule vertritt das auch und außerdem aber eigentlich auch so gut wie alle Notenbanken weltweit. Sonst würden sie jetzt die Zinsen nicht anheben, außer vielleicht die türkische Notenbank. Und ich weiß ja noch sehr gut, wie es früher mal war in der Zeit vom Kalten Krieg, wenn man da als junger Mensch mal was gesagt hat gegen die bayerische Staatsregierung oder gegen die Bundesregierung, da hieß es dann ja gleich, dann geh doch rüber nach Russland. Heute bin ich aber genauso und ich kann auch jedem nur zurufen, dann geht doch in die Türkei, dann lebt dort doch vom Mindestlohn und dann schaut mal, wie es euch dann geht mit einem Präsidenten, der glaubt, Inflation hat nichts zu tun mit der Geldpolitik.
Und Frank Thelen und Ulrike Herrmann, die sind jetzt nicht unsere wichtigsten Inflationsexperten natürlich. Das Ganze ist hier nur sinnbildlich. Und klar, der Ukraine-Krieg, der hat natürlich Angebotsschocks erzeugt und dadurch ist die Inflation extra nochmal hochgegangen. Aber nehmen wir mal die US-Inflation, da ist sie die letzten 5 Jahre. Der Angriff Russlands auf die Ukraine war am 24. Februar 2022. Das ist der rote Strich. Die Inflation ist aber schon ab Sommer 2021 massiv hochgegangen. Sie war im Januar 2022, einen Monat vor dem Krieg, schon bei 7,5%. Wenn Sie so wollen, war der Ukraine-Krieg ja fast schon der Höhepunkt, wo es dann ja fast schon wieder besser geworden ist. Und warum war vorher die hohe Inflation schon? Fahrradknappheit? Ja, auch vielleicht. Aber ich habe hier im Juni 2021 auch schon ein Video gemacht und Ihnen eine Studie vorgestellt von der Deutschen Bank, wo die sich mal ernsthaft gefragt haben, ist es nicht denkbar, dass in den USA angesichts von Stimuli von 30% des Bruttoinlandsprodukts 2020 und 20% des Bruttoinlandsprodukts 2021 und einer immens gestiegenen Geldmenge, dass da die Inflation demnächst durch die Decke geht? Und so kam es dann auch. Die Geldmenge M2 ist in den USA in knapp 2 Jahren in der Corona-Krise um 40% gestiegen, ein noch nie dagewesener Anstieg. Und hier haben wir Langfristcharts. Die Grafik ist von Reuters. In dunkelorange haben wir hier das Wachstum der Geldmenge M2 seit 1960. Hellorange die amerikanische Verbraucherpreisinflation und weiß der PCE, das ist ein anderer Verbraucherpreisindex. Und ob Sie da jetzt einen gewissen Zusammenhang sehen, das überlasse ich Ihnen selbst. Jedenfalls jetzt schrumpft die Geldmenge wieder, die Notenbank strafft ja auch wieder und das macht natürlich auch eine gewisse Hoffnung für die Inflation. Und verstehen Sie mich nicht falsch. Über den Ursprung von Inflation. Das letzte Wort ist da vielleicht wirklich noch nicht gesprochen. Aber ich würde doch sagen, anders als Ulrike Herrmann, dass es vielleicht doch einen hauchzarten Hinweis darauf gibt, dass es vielleicht auch irgendwas zu tun haben könnte mit der Geldpolitik. Wie geht's jetzt weiter? Für heute nur so viel. Wir haben gesehen, es gibt einen Verteilungskonflikt zwischen Unternehmen und den Arbeitnehmern und Verbrauchern auf der anderen Seite. Dieses Jahr ist das Jahr, in dem die Arbeitnehmer zurückschlagen werden, sofern sie es können, mit hohen Lohnforderungen. Und damit werden sie die Inflation nochmal anheizen. Und die Notenbanken, die können in diesem Konflikt nicht Partei ergreifen. Dafür haben sie nicht die Instrumente. Sondern sie können wirklich nur über die Geldpolitik versuchen, dass sie Inflation aus dem System wieder rauspressen. Und es ist völlig klar, dass das zu Lasten von jemandem geben wird, dass es da Verlierer geben wird. Und unabhängig davon, wer das denn ist oder ob das letzten Endes alle sind, aber es muss Wohlstand zerstört werden in der einen oder anderen Form. Weil wenn es allen Teilnehmern immer gelingt in der Situation, dass sie ihren Schaden durch die Inflation anderswohin weiterreichen, dann dreht sich auch die Inflationsspirale immer weiter. Und das ist dann noch die schlimmere Variante. Darum, ich habe es im letzten Video schon gesagt, ich bin skeptisch kurzfristig, was die Konjunktur betrifft. Ich bin sehr, sehr skeptisch, was die rekordhohen Gewinnmargen betrifft bei den Unternehmen. Und ich bin auch skeptisch erstmal, was die Erholung an den Börsen betrifft. Weil, dass die Preise für Aktien, für Immobilien, für alle Vermögenswerte, dass die immer noch relativ hoch sind, das ist auch was, das am Ende des Tages eben nicht im Sinne der Inflationsbekämpfung ist. Denken Sie daran, dass Sie sich noch eintragen für unseren Gratis-Zukunftsmärkte-Report, der morgen, wie gesagt, rausgeht auf www.zukunfts-märkte.de. Schauen Sie sich an, da, wie es anderswo auf der Welt zugeht, wie da anderswo die Inflation bekämpft wird. Ansonsten kann ich nur sagen, Augen auf beim Getränkekauf und auch sonst beim allgemeinen Konsum. Vielleicht muss man ja nicht immer alles haben, was man gerne hätte gerade.
Vieles ist wahrscheinlich immer noch zu teuer und das gilt sicherlich auch für die eine oder andere Aktie noch. Bis auf alles natürlich, was Frank Thelen gekauft hat vor 2 Jahren, das ist inzwischen jetzt wirklich sehr, 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 sehr günstig. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.